meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberaterin. Ach, was sind das wieder für Donnerstagsangebote? Der Knaller. Also, letzte Woche war es ja, der Scheindiffuser. Jetzt ist ja natürlich der Reflect drin. Der ist ja im Endeffekt fast, vom Prinzip her fast gleich wie der Stargaze. Aber ich finde den Reflect teilweise echt schöner. Aber das ist nicht mein persönliches Highlight von den Donnerstagsangeboten. Mein Highlight sind die 10 Bars. Für 42 Euro. Also sprich, ihr zahlt für einen Bar 4,20 Euro. Das ist die Hälfte. Und ich lese euch mal vor, welche da dabei sind. Und zwar, wir haben den Berry Fairy Tale. Süße Träume entstehen aus Ananasscheiben, Sternapfel und Himbeere. Der Desert Tropics. Eine bunte Palette tropischer Beeren, Drachenfrucht, üppige Mango und Ananas erwachen nach einem Wüstenregen zum Leben. Der Mahalo Coconut, ist ja, mag ich ja sehr. Das Paradies ist nur einen Hauch entfernt mit einer hawaiianischen Lei Blumenkette und Veilchen mit fruchtiger Ananas. My Darling Clementine, ein knackiger Biss aus spritziger Clementine und saftigen Pfirsich mit süßem Zucker bestreut. Oh Snap Dragon. Exotische Blutorange und prickelnde rosa Ananas werden von leidenschaftlichem Löwenmäulchen unterstrichen. Der Pink Promenade. Hübsch und verwegen. Rosa Granatapfel, Prosecco und wilde Himbeeren entfesseln die wilde Seite, die in ihnen steckt. Plumeria Peach. Reife Ananas und saftiger Pfirsich mische sich süß auf einem Bett aus blühender Plumeria. Summer Sunshine. Ananas und Kokosnuss sonnen sich unter den Strahlen warmer Mandarine. Sun Ripened Berry. Eine erfrischende Kugel Orangensorbet mit sonnengereiften Himbeeren und Erdbeerzucker bestreut. Tangerine Creamsicle. Gekühlte Mandarine wird mit Mango und cremiger Vanille zu einem tropischen Hochgenuss vermischt. Also wie ihr seht, das sind hauptsächlich, ich sage jetzt mal, fruchtige Sommerdüfte. Was ich jetzt aber eigentlich auch gar nicht so verkehrt finde, denn unsere Winterdüfte sind geil, keine Frage. Aber ich habe dann ab und zu gern mal, beziehungsweise hauptsächlich im Bad und meistens in der Gästetoilette, habe ich meistens fruchtig, sommerliche, frische Düfte drin. Also da ist jetzt nicht, also ich habe hauptsächlich hier im Wohnzimmer und in meinem Flur diese typischen Winterdüfte, also bisschen Vanilla Bean Buttercream und Winterberry Apple Tea, Christmas Cottage, mein Mickey, Olaf, das sind so meine Winterdüfte. Und deswegen, ich finde, ist mal abgesehen davon, auch man kann sie ja natürlich aufheben bis nächstes Jahr, dann sind die immer noch gut. Und deswegen ist das mein Highlight aus den Donnerstagsangeboten. Könnt noch zuschlagen bis Dienstag. Dienstagabend. Sind sie noch verfügbar, außer sie sind vorher ausverkauft? Das war ja jetzt kurzzeitig mit unserer Crush Diamond. Die mega geile Lampe für 35,70 Euro. Leute, das sind momentan Angebote. Das ist der Wahnsinn. Und die gibt es ja jetzt nur noch mit Adapter. Und ja. Noch, genau. Das könnt ihr natürlich auch morgen bei meiner Sammelbestellung, die ich abschicken werde, natürlich auch. Also es muss jetzt nicht von den Sachen sein, die morgen Abend kommen, also nicht vergessen, Schneewittchen und Star Wars, sondern natürlich alles aus dem Katalog. Wenn ihr jetzt meint, ihr braucht nur ein Dreierpack Bars, ja dann her mit der Bestellung.
Ich bestell's euch mit. Und das war's jetzt von mir. Ich habe jetzt diese Woche noch einiges zu tun. Ist mir vorhin mal so aufgefallen. Ich muss noch meine Weihnachtstütchen packen für den Markt. Freue ich mich riesig drauf. Kommt wieder meine kreative Ader zum Vorschein. Und ja, ich muss noch das eine oder andere vorbereiten. Ich freue mich riesig nach 2 Jahren Corona endlich mal wieder auf dem Markt, auf dem Weihnachtsmarkt. Und es ist mega. Ich freue mich wirklich mega. So, das war's von mir, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich über beides. Und in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Sonntagabend, eine wunderschöne nächste Woche. Ich melde mich natürlich mal kurz, vielleicht auch live vom Markt. Und dann könnt ihr mal sehen, wie ich hier da meinen Stand aufgebaut habe. Also, macht's gut!